Hi, meine Flauschis. Willkommen zu meiner Roomtour. Der Grund, warum 2 Wochen kein Video kam. Und Alter, ist ja Hall drin, Wahnsinn. Ja, es kam 2 Wochen nichts, weil Umzug. Es war ultra viel zu tun, ultra stressig. Wir haben das im Endeffekt, ein Freund und ich haben das quasi gegen Ende komplett alleine gemacht. Unfassbar viel Arbeit. Deswegen die Wohnung. Das ist übrigens eine unfertige Roomtour. Weil noch ganz, ganz viel gemacht werden muss. Aber es ist zumindest schon mal so, dass man sich wohlfühlt. Deswegen Roomtour. Ich führe euch mal so ein bisschen durch meine Wohnung. Hier, das sollte euch bekannt vorkommen. Ich habe viele Möbel übernommen, mein Fernseher kennt ihr inzwischen auch. Mein Regal. Und für die Leute, die denken, das ist ein Fetisch. Nein, die Gasmaske ist ein Kunstprojekt mit meinem Freund. Tatsächlich, es ist ein Kunstprojekt. Das ist doch keine richtige Gasmaske. Das ist was zur Zierde tatsächlich. Dann habe ich hier, das hatte ich damals in der Küche, die Masken aufgehängt. Ich liebe Tiermasken. Tierholzmasken sind nice. Dann verspiegelte Fenster, weil da draußen kann man, kann ja mal aufmachen, kann man sehen, dass die Nachbarschaft mich sehen kann. Oh, die Belichtung ist gar nicht mal so gut. Und deswegen, oh, Licht. Hi. Deswegen habe ich das jetzt so gelöst. Und hier haben wir dann normale Fenster. Das ist unspektakulär. Hier ist ein Wäschekorb. Das ist auch unspektakulär. Und ich habe meine Wand aus Mülheim repliziert. Daneben kommt noch ein Regal. Die Regale stehen aktuell hier unten. Da kommen dann irgendwann auch mal noch die Regale mit den Inhalten drauf. Genau. Dann haben wir hier meine Couch A und da meine Couch B. Das habe ich gar nicht so groß geändert im Vergleich zu vorher. Dann habe ich hier, das kennt ihr vielleicht noch aus meiner Wohnung in Saarbrücken, dieses Bild. Und hui, das ist mein Schreibtisch. Es ist eigentlich ein Esstisch, weil meinen alten Schreibtisch habe ich entsorgt, der war kaputt. Der neue kommt diese Woche. Das ist der erste Grund, warum diese Roomtour nicht fertig ist. Weil der Schreibtisch noch kommt. Deswegen sieht das auch ganz so schlimm gerade aus mit dem Tisch hier. Und hier ist noch Werkzeug. Da ist Werkzeug. Mein Finger zeigt, ja doch, der zeigt richtig. Werkzeug, genau. Dann folget ihr mir mal ganz unscheinbar in den Flur. Genau, hier sind Bilder. Also ich habe überall Bilder. Hier sind auch Bilder und hier sind auch Bilder. Ich habe ganz viele Bilder. Und jetzt kommen wir in den ersten Depressionsbereich. Da will ich gar nicht, dass ihr... Doch, ich will, dass ihr mich seht. Meine Küche, die ist, ich muss euch vorwarnen, die ist noch nicht fertig. Da muss noch der Herd umgestöpselt werden. Die Arbeitsplatte muss drauf. Die steht aktuell im Schlafzimmer. Deswegen habe ich alles einfach reingeschmissen. Und so sieht es auch aus. Bereit für Depressionen? Okay, let's go. Ich drehe mal um. Das ist eine messy Küche. Das sieht, die Arbeitsplatte fehlt halt. Die Spüle ist auch noch nicht angeschlossen. Es macht mich jede Sekunde, in der ich hier bin, sehr traurig. Weil einfach noch alles fehlt und ich bin so ein ordentlicher Mensch, deswegen tut das tut meinem Autismus weh. Das möchte ich nicht. Deswegen, schnell raus aus der Küche. So, ich mach mal hier Licht an. Willkommen in meinem Flur. Hier ist Licht, ein bisschen. Dann meine Eingangstür. Ist auch nicht sehr spektakulär. Und hier kommt ihr zu meinem Regal, das stand vorher auch im Flur. Da steht aktuell noch die Spülmaschine, die kommt später in die Küche. Da kommt dann der Kühlschrank drauf, das wird alles noch ganz, ganz in der Küche. Und hier ist meine Bar, die war vorher mal braun. Ich habe die schwarz angesprüht, weil ich schwarz schön finde. Und übrigens mein netter kleiner Kollege, der steht hier auch. Der stand vorher auch im Flur. Deswegen, ja, hier sind Bilder und genau, hier haben wir einen Raum, in dem es noch dunkel ist. Hier wird alles Zeug für den Merchandise aufbewahrt. Das heißt, die Hoodies, da ums Eck, auch die Bücher. Es ist nicht sehr spektakulär. Kauf mein Merch. Aber ja, das ist, ja, was soll ich dazu groß sagen? Kann man nicht viel zu sagen. Dann haben wir hier noch einen Mülleimer, der vor der Tür steht. Ein Gästeklo. Vielleicht sogar mit Licht, muss ich mal gucken. Da, mit Licht. Ein Gästeklo, bei dem das Waschbecken noch nicht angeschlossen ist. Das macht der Sanitätsmensch, nee, Sanitär, Sanität ist Krankenhaus, Sanitärmensch am Freitag. Und willkommen in meinem Schlafzimmer. Hier habe ich mein Bett und ja, da steht noch die Arbeitsplatte für die Küche und die Leiste unten, auch der Papiermüll. Es gibt einen Schlüssel für die Mülleimer, das kannte ich vorher auch nicht und den Schlüssel habe ich noch nicht. Ansonsten, ja, Kleiderschrank, da steht Zeug drauf und
Genau, ich habe eine kleine, große, mittelgroße, schwere Überraschung für euch. Ich konnte meine YouTube-Wand wieder aufbauen. Das heißt, es wird Erinnerungen geben. Ich habe wieder eine YouTube-Wand. Jetzt sind die Jalousien halt noch unten, deswegen ist die Belichtung Aber das kommt euch doch sicher wieder bekannt vor, ein bisschen aus Saarbrücken. Das heißt, willkommen auf meiner YouTube-Wand. Und willkommen in Richtung, First Aid Bauschrank. Hier habe ich alles rund um das Thema First Aid Bau. Da oben diese Box, da kommt mal mein Suit rein, wenn ich ihn mal irgendwo hin mitnehme. Und mein Bad. Da habe ich noch ein Problem, weil ja gerade die Spülmaschine nicht angeschlossen ist, muss ich in meinem BD quasi das Geschirr lagern und das dann abspülen. Dazu kam ich nur noch nicht. Deswegen willkommen in meinem Bad. Genau, hier ist eine Badewanne und daneben eine Dusche. Das Lustige ist, die Dusche musste ich selber einbauen, so sieht sie leider auch aus. Weil ich hatte lediglich die Duschwanne und sonst gar nichts. Und das ist, Dann habe ich hier einen Wandbereich, hier ist hier ist die Toilette. Das BD, da ist aktuell Geschirr drin. Ein Waschbecken und mein großer Stolz, dieses saarländische Handtuch. Mir druckelt dich gut an der Waschlumpe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin geborener Badener, im Herzen Saarländer und zugezogener Nordrhein-Westfalener. Ich habe das Gefühl, so langsam habe ich keine Identität mehr. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Also, es gibt gar nicht mal so viel zu sagen. Ihr habt jetzt quasi alles gesehen. Es ist sehr viel Work in Progress. Ich denke, im Vergleich zu den anderen Videos werdet ihr bald mehr sehen, wenn alles hier gemacht wird und alles wieder in einen Back-to-Normal-Bereich gekommen ist. Deswegen hoffe ich, die Roomtour hat euch gefallen und hier ist wieder das Licht besser. Deswegen, ich wünsche euch eine ganz, ganz flauschige Restwoche. Macht's gut, Freunde. Ciao.